Herzlich willkommen zu diesem Speed Oiling Online im Februar. Mein Name ist Maria und ich darf dich hier heute live begrüßen, beziehungsweise ganz, ganz viele, die sich ja die Aufzeichnung anschauen. Gemeinsam mit der Veronika, der Martha und der Lucia begrüße ich dich zum heutigen Speed Oiling. Was ist Speed Oiling? Wir machen das hier online wie auch offline. Es geht einfach um Kurzvorträge, um Themenimpulse rund um den natürlichen Lifestyle rund um das Thema, wie können wir uns und unsere Gesundheit stärken und unterstützen mit ganz natürlichen Produkten. Wir nehmen jedes Mal neue Themen bzw. saisonale Themen rein und schauen, dass ein schöner bunter Mix zustande kommt. Vortragende haben auch die unterschiedlichsten Backgrounds bei uns. Und ja, wir arbeiten und empfehlen die Produkte von Young Living. Du bist ja wahrscheinlich schon Kundin oder bist zumindest neugierig drauf, Young Living deswegen, weil es einfach für uns diese Healing Company ist, dieses große Unternehmen, das wirklich die ätherischen Öle seit nun knapp 30 Jahren zu uns nach Hause bringt, wo ganz viel Wissenschaft, ganz viel Forschung, ganz viel Naturheilkunde dahinter steckt. Und Young Living bietet uns nicht nur die reinsten Öle, also absolut biologisch, naturrein, sondern hat eben diese Besonderheit, dass es wirklich um die Wirkstoffmaximierung geht. Also nicht nur naturreine Öle, sondern auch wirklich Öle mit der gesamten Wirkstoffkombination drinnen für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Ja, Whole Body Wellness, wie das so schön heißt, im Bereich Qualität. Wenn du das noch nicht kannst, kannst du natürlich alles ganz genau nachlesen, weil Young Living ist die einzige Firma, die auch wirklich die eigenen Farmen hat, ein eigenes Qualitätssiegel hat. Es nennt sich Seed to Seal oder Saat zu Siegel, seedtoseal.com. Das ist auch die große Website, wo man alles nachlesen kann, rund um die Farmen, rund um den Anbau der Pflanzen, Kultivieren, Ernte, Destillation, alles, was dazugehört, den gesamten Prozess. Und die Farmen gibt es natürlich für uns alle zu besuchen. Wir waren schon auf einigen und haben auch das Ziel, wirklich noch einige mehr zu sehen. Da kann jeder hinfahren und jeder sich wirklich von dieser großartigen Qualität unserer Produkte überzeugen. Ja, wir werden heute einiges hören zu den Anwendungen ätherischer Öle. Einerseits aromatisch. Dann kann man sie auftragen und man kann sie sogar einnehmen. Heute ist auch einiges dabei aus dem Supplement-Bereich, also aus dem Bereich der Nahrungsergänzungen. Und damit starten wir auch schon hinein. Ich gebe dir noch einen kurzen Überblick. Die Themen heute sind Detox. Wir sind mitten in der Fastenzeit. Wird uns die Veronika einiges Großartiges dazu erzählen. Dann gehen wir direkt über in das Thema Herz-Kreislauf-System, wie wir uns da unterstützen und stärken können. Dann das Wirkstoffwunder der Ningxia-Beere, der Goji-Beere. Und ich mache dann noch den Abschluss mit dem Thema Mindset und Öleprotokolle für deine Morgen- und Abendrituale. Und damit gebe ich gleich direkt an die Veronika zum Thema Detox. Ja, danke, liebe Maria. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Genau, Detox, weil, warum machen wir das jetzt in der Jahreszeit? Ich habe meine Ausbildung eben nach der chinesischen Medizin gemacht, Ernährungscoaching nach TCM. Und da legen die ganz großen Wert auch eben so diese Jahresthemen. Nicht irgendwie, weil es jetzt irgendwie hip ist zu der Jahreszeit, sondern weil da wirklich konkret in der Physiologie was passiert, wo man diese Organe dann auch irgendwie unterstützen kann. Und jetzt in der Frühlingszeit ist es so, dass eben Leber-Galle besonders viel Energie hat. Das kann man, das haben die TCM-Ärzte schon, wissen das schon seit vielen tausenden Jahren. Das kann man mit Pulsdiagnose gut nachmessen, dass einfach in dem Organkreis am meisten Energie ist in der Frühlingszeit. Was das bedeutet, ist, dass wir alle Maßnahmen, die wir für die Leber-Galle in der Zeit machen, einfach viel wirksamer sind. Und auch alles, was wir Schlechtes machen für Leber-Galle, ist auch spürbarer. Sprich, es macht total Sinn, eben in dieser Frühlingszeit, jetzt von der TCM, das Element Holz, da wirklich auch einfach das zu nützen, dass man den Körper entgiften kann, eben vor allem Leber und Galle.
Und wir machen ja schon viele Jahre so eine begleitete Fastenzeit, eben die klassische christliche Fastenzeit von Ende Fasching bis Ostern. Und wenn ihr wirklich so eine längere Entgiftungsphase euch vornehmt, würde ich euch immer empfehlen, anzufangen, den Darm zu entgiften. Warum? Weil immer, wenn wir die Leber entgiften, lösen sich automatisch auch Giftstoffe. Das ist ja das, was wir irgendwie erreichen wollen. Und damit die dann aus dem Körper auch wirklich ohne Blockaden ausgeleitet werden, muss einfach der Darm frei sein. Und bei vielen Menschen ist der Darm einfach nicht wirklich gut frei. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen, mit der Darmentgiftung zu beginnen. Und das, weil ich aber heute nur 10 Minuten habe und eigentlich das Hauptthema Leber-Galle ist, sage ich euch jetzt nur zwei Produkte, wenn ihr wirklich so intensiv entgiften wollt. Und zwar ist das das ICP und das Comfortone. Mit den zwei Produkten könnt ihr wirklich ganz toll schon beginnen, den Darm zu reinigen. Das Wichtigste bei der Darmreinigung ist immer, dass man wirklich häufiger auf die Toilette geht, dass der Darm gut ausscheidet, dass diese Motilität, nennt man das in der Medizin, sprich wie schnell Inhalte vom Darm weitergeleitet werden und dann bis zur Ausscheidung kommen. Und das kann man eben massiv unterstützen mit dem Comfortone. Und zusätzlich eben das ICP. Das ICP ist quasi ein Ballaststoff-Naturmittel. Also das ist gar kein Nahrung, ist keine Nahrungsergänzung jetzt per se, sondern es sind einfach Ballaststoffe, die man idealerweise mit der Ernährung nehmen sollte. Ich habe jetzt erst wieder so eine Verzehrsstudie aus Deutschland, eine aktuelle gelesen, dass da die Deutschen im Schnitt einfach zu wenig Ballaststoffe über die Ernährung bekommen. Und ich lege das ungefähr auf Österreich um, weil es ungefähr derselbe Ernährungsstil ist, von der westlichen Ernährungsseite, wie die Menschen sich im Durchschnitt ernähren. Und da zeigt sich ganz klar, dass wir einfach zu wenig Ballaststoffe bekommen. Und das kann man eben ganz, ganz easy mit diesem ICP auffüllen. Das mixt man sich einfach in der Früh an. Er hat mehr Ballaststoffe und Ballaststoffe saugen Toxine an, helfen dem Darm auch in Bewegung zu kommen und auch diese ganzen Ausstülpungen im Darm. Der Darm hat ja eine unglaubliche Oberfläche von der Darmschleimhaut, aber diese alles, die sind eben so eingestülpt und da können sich ganz leicht auch Reste von Nahrungsmitteln ansammeln, wo der Körper eben nicht gut ausscheidet. Und das kann man mit ICP und Comfort total gut in Bewegung setzen und dem Darm wirklich helfen, alles zu entleeren. Und das jetzt vorweggeben für den Darm. Und für die Leber ist einmal das Wichtigste zu wissen, dass die Leber am besten im basischen Bereich arbeitet. Sprich, alles, was ihr macht, dass die Basen im Körper aufbaut. Und da gibt es eben diese, da könnt ihr im Internet schauen, Basensäure-Tabelle, das ist ganz easy, gibt es hunderte Tabellen, die man sich anschauen kann. Es ist einfach von der Ernährung so, dass Obst, Gemüse, vor allem das Gemüse, das Grüngemüse mit den vielen Mineralstoffen sehr basenhaltig sind. Und wenn man das regelmäßig isst, kann man einfach wirklich die Basen im Körper zuführen und einfach versuchen, in der Zeit auch die Säuren ein bisschen wegzulassen. Sprich, Säuren sind klassisch halt sehr viel Fleisch, Milchprodukte, Süßigkeiten, natürlich Zucker, Alkohol. Das produziert alles Säuren, sprich, es entzieht dem Körper auch Mineralstoffe, um das gut zu verstoffwechseln. Und in der Zeit halt, wenn man entgiften möchte und die Leber vor allem unterstützen will, wäre das einfach der erste und einfachste Schritt zu schauen, dass ich die Säuren ein bisschen reduziere und die Basen aufbaue. Vom Young Living Produktsortiment her wäre da das erste, um einmal aufzubauen und die Leber so zu stabilisieren, dass sie auch gut entgiften kann, dieses Chuva Power. Das ist ein Pulver aus ganz viel Gemüse, das halt so vermahlen ist und sind einfach hochpotente Mineralstoffe aus der Pflanze. Ich sage immer dazu, das ist so das pflanzliche Basenpulver und mit dem kann man super beginnen, den Körper zu unterstützen, Basen aufzubauen. Das nimmt man einmal am Tag, einen Esslöffel, wer wirklich stark übersäuert ist oder fast nie Gemüse und so weiter isst, kann auch ruhig 2 Esslöffel nehmen am Tag. Einfach im Wasser auflösen und dann trinken. Das ist das Erste. Und dann zeige ich euch auch noch ein paar Öle und dann noch 2 Nahrungsergänzungen. Und die Öle, die da am wirklich idealsten sind, sind einmal
Ganz klassisch und einfach, Pfefferminz und Zitrone. Mit den zwei Ölen könnt ihr mega mal schon die Galle und die Leber aktivieren. Zitrone ist mehr das Leberöl, es hilft wirklich, zum Beispiel Plastikstoffe, synthetische Rückstände in der Leber, generell künstliche Stoffe im Körper abzubauen. Und es hilft auch, die Leber so zu aktivieren, dass sie einfach mehr entgiften kann, schneller und stärker. Das ist auch simpel, urbillig, einfach zwei, drei Tropfen am Tag ins Wasser geben und ihr habt einfach schon eine super Entgiftungswirkung. Und wenn ihr die Galle unterstützen wollt, dann ist es mehr das Pfefferminzöl. Mit dem könnt ihr wirklich bewirken, dass die Galle mehr Gallensekret einfach produziert und so besser alle Dinge verdauen kann, wozu man eben die Galle braucht. Dann sind natürlich alle anderen Zitrusöle. Ich habe jetzt auch da noch das Limettenöl, weil das einfach auch so fein schmeckt, wenn man sich das ins Wasser gibt, so ein, zwei Tropfen. Wer mehr so vom Geschmack her die Limette mag, ist auch ein tolles Produkt für die Leber. Und auch alle anderen Zitrusöle. Eine ganz tolle Wirkstoffkombination von den ätherischen Ölen, das ist aber jetzt schon ein bisschen so die Premium-Variante, ist das GLF. Ich möchte es euch trotzdem vorstellen, weil wir damit so super Erfolge haben. Also wer sich mal das gönnen möchte, Gary Young hat immer gesagt, zumindest einmal im Jahr sollte man so eine Kur machen mit GLF. Also unser Gründer der Firma, der im Naturopath war in den USA, der hat gesagt, optimalerweise einmal im Jahr so eine GLF-Kur, weil das GLF wirklich ganz toll die Leber und Galle unterstützt. Wir haben da super Erfolge so mit dem Thema Gallensteine. Das hilft auch wirklich, Gallensteine aufzulösen. Haben wir Fälle, wo das schon super funktioniert hat. Und das kann man auch einnehmen in einer Kapsel oder auch in einen Teelöffel Olivenöl einfach so zwei, drei Tropfen draufgeben und einnehmen. Oder es reicht einfach auch wirklich auf die Leber aufzutragen, so drei, vier Tropfen. Und alle Öle, die ihr verwendet für die Leber, könnt ihr noch verstärken mit einem Leberwickel. Leberwickel kennen die meisten jetzt schon, aber es ist im Endeffekt so wie ein Brustwickel, also ein nasses, warmes Handtuch legt man sich auf die Leber. Am besten gibt man dann noch so eine Wärmeflasche drauf und dann ein trockenes Handtuch drüber. Und idealerweise sollte man das im Liegen machen, so für 20 Minuten. Und was das bewirkt, ist, die Temperatur steigt ein bisschen an, dadurch werden alle Entgiftungsvorgänge in der Leber angekurbelt. Und wir haben auch immer bei unserem 40-Tage-Fasten dann im Frühling irrsinnig tolle Rückmeldungen auch, was passiert mit diesem Leberwickel. Wenn ihr einmal wirklich euch unterstützen wollt, nehmt euch einfach Zeit für mal 10 Tage oder nehmt euch das vor, 10 Tage wirklich am Stück zu machen. Einfach immer am Abend vorm Schlafen gehen, so mit einem Leberwickel einschlafen. Und ja, da könnt ihr euch dann aussuchen, könnt ihr entweder das GLF nehmen oder könnt ihr auch mit der billigen Variante mit Zitrone arbeiten. Ihr könnt es auch, wenn ihr sagt, es ist mehr bei euch das Thema Emotionen, könnt ihr auch probieren, mit dem Release zu arbeiten. Release ist einfach ein super Öl, um alle Energien, wo ihr so das Gefühl habt, ihr habt aufgestaute Emotionen, Wut, Ärger, Zorn. Frust ist ein ganz klares Symptom der aufgestauten Leberenergie. Also wenn ihr öfter das Gefühl habt, irgendwie kommt bei euch Frust hoch, ganz intensiv mal mit Release arbeiten für ein paar Wochen und das wird sich auf jeden Fall verbessern. Das Chuvaflex wäre auch noch eine Variante. Also es gibt ungefähr so, ich würde sagen, so 10 Öle für die Leber, die ich empfehlen könnte. Ich habe euch jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt gegeben. Und dann möchte ich noch zwei Leberprodukte vorstellen, die nicht so bekannt sind bei Young Living. Es ist das Golden Turmeric und zwar ist das der Kurkuma. Da lese ich euch nur ganz kurz vor, da habe ich nämlich so ein Produktblatt, was das alles macht. Also dieses Pulver, das ist mit Gel, es ist einfach ein Kurkuma-Pulver, ist aber auch Weihrauch drin und es schmeckt auch irgendwie wirklich lecker. Es ist irgendwie so Mangopulver auch drinnen. Es erhöht die Gallensekretion. Zufluss der Galle in den Darm wird gefördert. Es schützt die Leber. Die Glutathionkonzentration in der Leber wird erhöht. Das ist das wichtigste Antioxidans, das von der Leber produziert wird. Dann werden toxische Substanzen, die Ausleitung wird gefördert.
Es hilft, den Cholesterinspiegel auch zu senken. Cholesterinspiegel hängt auch sehr stark mit der Leber zusammen übrigens. Und es hilft auch bei Candida und noch ein paar ganz wissenschaftliche Begriffe, die erspare ich euch jetzt. Aber auf jeden Fall einmal am Tag so ein bisschen so ein Pulver auflösen und ihr habt super Galle und Leber auch unterstützt. Und das letzte Produkt, das ist dann schon ein bisschen so in Richtung Ausleitung der Schwermetalle. Das heißt Multigreens. Ja. Und das ist wirklich so eine grüne Kapsel. Da sind lauter grüne Nährstoffe drin. Und grün ist auch die Farbe der Leber, der Phase Holz. Und hilft super auch schon Schwermetalle auszuleiten, zu entgiften und spendet auch ganz viel basische Mineralstoffe dem Körper. Also das ist ein bisschen so ein, hat so ein bisschen eine doppelte Wirkung. Auf der einen Seite wirklich aufbauend für die Leber. Es sind ganz viele Wirkstoffe drin, die wirklich leberregenerierend auch wirken. Das würde ich immer dann, wenn ihr sagt, die Leber braucht wirklich jetzt mal Unterstützung, würde ich nehmen Chua Power mit den Multigreens beginnen. Ne? Und zusätzlich habt ihr eben noch die Wirkung von, es sind einige so Algen drinnen, Spirulina, die sind bekannt für Schwermetallausleitung auch. Unsere Nährstoffe von Young Living sind ja immer kombiniert auch mit den ätherischen Ölen, sprich alles, was wir da einnehmen von den Wirkstoffen aus der Pflanze, das sind ja alles rein pflanzliche Nahrungsergänzungen, das sind eigentlich Kräuterprodukte, sind immer in Kombination mit den ätherischen Ölen. Und da hat es gerade mit den Multigreens haben sie eine super Studie gemacht, die gezeigt hat, dass wenn man Nährstoffe einnimmt mit den ätherischen Ölen, dass es mehr in die Zelle geht, mehr von dem, was ihr einnimmt, auch wirklich aufgenommen wird und zellgängiger wird dann. Also das ist so die Besonderheit bei unseren Nahrungsergänzungen von Young Living. Ja, das war ein kurzer Überblick. Wenn ihr da näher noch eintauchen wollt, ja, fragt einfach uns, die Damen, die euch eingeladen haben. Wir haben da viele Handouts auch zu diesem Thema Leberentgiftung und wir können euch da gerne noch Informationen schicken. Wer jetzt bei uns noch nicht in der Fastengruppe drinnen ist, der kann da sich gerne auch näher einlesen. Aber sonst übergebe ich dann gerne mal an meine Kollegin, wer ist dann die nächste Dame? Ich. Warte, warte. Ja, ich. Ach. Dankeschön. Ja, danke auch. Super tolle Informationen. Immer, ich bin immer so gerne dabei. Also ich meine, jetzt war ich 2 Monate nicht und das habe ich nur die Aufzeichnung angeschaut. Das macht aber trotzdem einen Unterschied, dabei zu sein, live, und man erfährt immer dann so viele neue Sachen, weil so viele Ansichten, und wir können die Dinge ausprobieren und weitergeben. Ich habe mir überlegt, schon vor einem Monat, was für ein Thema mache ich, und das ist mir einfach so ein halt so rausgeplumpst, meine letzte Erfahrung, und das ist mit Herz-Kreislauf, Thema zu tun hat. Und ich werde jetzt euch nicht erzählen, wie ihr da jetzt große Themen wie Hochblutdruck senkt oder so. Das kann man natürlich auch unterstützen, aber es gibt ja sehr viele Themen, die mit Kreislauf und Gefäßen zu tun haben, wie zum Beispiel Besenreißer, Krampfader, Hämorrhoiden. Und ich habe so ein Thema eben nach Geburt von meiner Tochter, ein paar Jahre nach, habe ich Hämorrhoiden-Thema gehabt. Und da habe ich damals die Young Living Öle kennengelernt und da habe ich mich ganz gut unterstützt. Und das ist dann weggegangen, ist dann vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht, und ich habe mir dann wieder was zusammengemixt, so Sitzbäder gemacht mit Zypresse, mit Lavendel. Es hat wieder gut funktioniert. Und ich habe gewusst, es gibt schon Öle wie zum Beispiel Aroma Life. Über diese Öl werde ich auch viel sprechen, weil das ist wirklich ein geniales Öl, dieses ganze Thema sehr gut unterstützen. Weil natürlich, man kann schon punktuell mit gewissen Ölen auf eben Krampfader wirken, aber ich denke mir, das Thema, zentrale Thema, wenn wir das auslassen, dann kommt das halt immer wieder. Und ich habe mir halt diese Aroma Life, ich habe gedacht, ja, das ist ein etwas teures Öl, ja. Und dann habe ich das halt zu diesem Thema nicht in Erwägung gezogen.
Und wir haben letztes Jahr haben wir ganz tolle Webinar eben zum Herz-Kreislauf-Unterstützung. Und da war diese Aroma Live. Und dann ist es erst später so als Impuls gekommen, du bestellst das einfach. Ja, weil ich habe jetzt seit letztes Jahr ganz massive Themen mit meinen Hämorrhoiden, die wieder aufgetreten sind. Und ich habe dann das nicht so, wie ich vorher gehabt habe, nicht in den Griff bekommen. Und ich habe mir im November das Aroma Live besorgt und das hat dann nach 2 Monaten habe ich dann große Verbesserung. Also es ist wirklich unglaublich viel leichter. Ich habe jetzt kein Thema. Ich habe dann echt wirklich oft am Tag denken müssen, oh, meine Hämorrhoide. Das war sehr, sehr unangenehm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle das, weil oft ist es zu schade, das Thema Größe anzugehen, ja. Also ich meine Krampfaden oder Besenreißer, ja. Also ich kann es wirklich empfehlen, wenn wir so ein Thema haben, dann so ein Kur mit Aromalife ist super. Und ich habe noch eine Erfahrung mit Aromalife, die ist wirklich super genial. Zeit muss ich schauen. Also ich habe vor 3 Jahren nach einer Covid-Infektion habe ich so ein Thema gehabt. Covid nehme ich an, dass da schon was mitgespielt hat, weil ich habe dann erschöpft war und ich leide unter Anämie und da habe ich begonnen auch mit starken Blutungen während den Regeln und ich habe in den Nachtdienst habe ich ganz schlechtes Gefühl um meinen Brustkorb, also ich habe mich so ein bisschen schwach gefühlt und so einfach so komisch, einfach ich ganz diffuses Gefühl und das habe ich schon nämlich paar Tage vorher auch gehabt. Und deswegen habe ich das Aroma Life noch ein paar Tropfen, dem letzte Tropfen, die ich damals gehabt habe, mitgehabt. Und ich habe mir Blutdruck gemessen und ich habe 90 zu 50 gehabt. Und ich habe die letzten 2 Tropfen ausgequetscht, da an den Brust gegeben und noch Pfefferminze, glaube ich. Das erhöht auch ein bisschen Blutdruck. Und ich habe mir so eine wie Wickelkompresse, ich habe mir ein Handtuch genommen und den ganz warm gemacht und da einfach auf den Brust gelegt. Und nach 10 Minuten habe ich schon gespürt, es lichtet sich irgendwie, mir geht es jetzt leichter. Ich kann leichter Luft kriegen. Und dann habe ich Blutdruck gemessen und ja, der war 120 zu 60. Also das finde ich wirklich total erstaunlich. Aromalife wirkt sehr, eigentlich regulierend. Also wenn es viel zu hoch sind oder zu nieder sind, es reguliert einfach. Aber ich muss noch eine Erfahrung erzählen, weil das so genial ist. Und nämlich die Öle, also ich meine, ganz viel, was diese Herz, also ich meine, was überhaupt ein Thema ist in unserem Leben, ist Stress. Ja, und Stress einfach entflammt oder bringt einfach in die Höhe einfach diese viele Systeme. Und eine Kollegin von mir, die hat erhöhten Blutdruck und plötzlich in die Arbeit, sie nimmt Tabletten, sie hat erhöhten Blutdruck 150, das hat sie normalerweise nicht, sie war sehr beunruhigt. Und ich habe gesagt, bitte nimm dir jetzt Zeit, das war ein bisschen ruhiger, nimm dir ein Stressway, das ist ein Entstressungöl. Bitte riech, weil sie kann es nicht auftragen. Ja, sie ist da sehr empfindlich, riech ja nur. Habt ihr das bei der Nase? Und sie hat das 10 Minuten halt gerochen und wir haben dann nachher Blutdruck gemessen und nach einer halben Stunde war 130, ja, weiß ich nicht, zu 60, 70. Vorher hat sie 150. Also das wollte ich nur erzählen, weil es nämlich jetzt mag ich ein bisschen über der Aroma Life erzählen, über diese Öl, also Aroma Leben. Es klingt wirklich wunderschön. Ganz kurz, weil das ist einfaches Öl, ja. Und das zeigt sich auch quasi so ein, die Symptome und die Themen, die wir unterstützen können, um einfach gut zu unserem Herz-Kreislauf, Herz zu sein auf die physische Ebene. Also das größte Teil ist das Zypresse und Zypresse ist ein Öl, der einfach Flüssigkeiten im Körper bewegt und auch wo es Stau ist, dann bringt es in Ausgleich. Und auch emotional ist das ein Öl, die einfach
hilft uns nach vorne zu gehen, wenn wir ein Thema haben, wie zum Beispiel, wenn es schwer Zeiten sind, wie zum Beispiel bei Covid oder so, die einfach die Situation schwer war, dann ist zum Beispiel Zypresse super zu vernebeln, weil das lässt uns einfach nach vorne gehen. Und das ist ja auch im Leben auch so, dass wir, wenn wir stecken, dass wir irgendwann emotional so stecken, dass wir dann auch gewisse Themen physisch entwickeln. Ja? Also Zypresse ist wirklich super Öl und das ist sehr viel in Aromalife. Das nächste ist Majoran und das entspannt total die Muskeln, aber es entspannt auch total den Nervensystem. Also wieder diese entstressen, diese sich Ruhe, diese Zeit sich für sich zu nehmen und einfach zu verstehen, dass wir einfach auch Ruhe und Regeneration brauchen. Nächste ist das Ylang Ylang und das ist wirklich ganz geniales Öl, traditionell für eben Themen mit Blutdruck, mit Herz wird das verwendet. Aber zum Beispiel, also was das emotionale Seite angeht, ist es sehr ausgleichendes Öl. Das hilft ja auch leichter zu schlafen, aber auch mehr ins Selbstvertrauen und einfach ich zu sein. Das finde ich super, weil wenn wir einfach im Gleichgewicht sind, ist einfach alles leichter, ja. Und das letzte Öl ist die Immortelle und das ist auch total geniales Öl. Also ich bin eh von jedem Öl einfach so total begeistert, wie ihr seht. Und die unterstützt sehr Gefäße, Reinigung und auch Regeneration, starke Regeneration. Und da auch kleine Geschichte. Mir ist eine Ader im Auge vor 2 Monaten geplatzt, ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht, ah, okay, Imotela, Helichrysum habe ich noch ein bisschen. Ich habe da einfach den Aug bisschen aufgetragen und das war nachmittags schon viel heller. Und ich weiß, dass dieser Prozess viel länger dauern, ja. Und am nächsten Tag war das ganz hell. Und dieses Öl habe ich, oder verwenden wir einfach auf den Brust auftragen. Also ich habe einmal, zweimal, manchmal dreimal, manchmal gar nicht ein Tropfen, vielleicht 2 Tropfen auf den Brustkorb aufgetragen. Wenn man dann intensiver verwendet, dann kommen die Veränderungen auch ein bisschen schneller. Ja, ich bin, glaube ich, über die Zeit, aber ich wollte einfach mit Begeisterung über dieses Öl reden, weil das sind wirklich viele Sachen, die genial sind. Danke, ich habe noch ein paar Öle, aber ja, bin jetzt über die Zeit, aber ich wollte unbedingt die Erfahrung, dass man einfach, also ich meine, dass man weiß, dass da wirklich eine große Wirkung ist. Aber Martha, sagst du kurz vielleicht, wie du das mit den Hämorrhoiden gemacht hast, oder ist das irgendwie zu detailliert? Nein, nein, nein. Also ich habe zum Beispiel, wenn sie ganz schlimm waren, habe ich mir ein paar Tage Sitzbäder gemacht mit Salz, wo ich dann 2, 3 Tropfen Zypresse genommen habe. 2 Tropfen Lavendel und eine Pfefferminze, weil das kühlt und auch das Juckreiz habe ich empfunden, dass es leichter ist. Und dann habe ich mir so eine Tinktur gemacht, 15 Milliliter Wasser, dazu ein Tropfen V6, also ein pflanzliches Öl, und dazu ein Tropfen, 2 Tropfen Zypresse, ein Tropfen Lavendel und ein Tropfen Pfefferminze. Und mit dem habe ich einfach gereinigt. Und das hat am Anfang sehr gut funktioniert, dass ich manchmal ab und zu gebraucht habe und dann wieder war gut und jetzt war nie mehr gut. Und jetzt war Aromalife das. Und ich gebe da jetzt, ja, ich bin über die Zeit, ja. Tut mir leid. Ich gebe jetzt an die Lucia, an die liebe Lucia, ja, die Stimme weiter. Und sie erzählt über Gotchi-Beeren und ich nehme an, auch über den Ninja-Red-Saft, der wirklich auch total super den Herz-Kreislauf-System unterstützt. Lucia, bitte. Und Genau. Dankeschön. Danke, Martha. War sehr spannend. Genau, ich darf heute über das Superfood Goji-Beere erzählen, das Nährstoff- und Wirkstoffwunder.
Und ich habe mir heute, also weil die Martha gemeint hat, sie ist über die Zeit, ich hoffe, ich schaffe es irgendwie in den 10 Minuten, weil ich habe mir heute nicht überlegen müssen, was ich euch erzähle, sondern was ich euch nicht erzähle. Weil ich habe da eben in unserer tollen Ölebibel, in dem ätherischen Ölenachschlagewerk, mir das angeschaut. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu und da könnte man wirklich wahrscheinlich einen Stundenvortrag machen. Also, die Goji-Beere ist auch bekannt als chinesische Wolfsbeere und wird eben in China oder in der chinesischen Medizin eigentlich seit 5000 Jahren als Wunderfrucht verehrt. Und oft werden solche, weiß ich was, als Superfrucht bei uns bezeichnet wird, ja dann sehr stark hinterfragt von der Medizin, von der westlichen Medizin. Aber bei der Goji-Beere gibt es eben wirklich schon ganz viele Studien und wissenschaftliche Untersuchungen, die eben diesen hohen Wert für unseren Körper auch belegen. Und wir beschäftigen uns heute aber nicht mit der klassischen normalen Wolfsbeere, die irgendwo wächst, sondern eben mit der getrockneten Ninja-Wolfsbeere aus der Region Ninja Hui. Das ist in Nordchina, gleich beim Himalaya-Gebiet. Und also die heißt auch Lycium barbarum, wenn ihr da in den Inhaltsstoffen eben dann nachschaut bei den Produkten. Und genau, durch die geografische Lage und die einzigartigen Bedingungen, die dort in dieser Region eben herrschen, hat diese Wolfsbeere halt besonders viele Mineralstoffe und eine sehr hohe Nährstoffkonzentration. Forscher haben zum Beispiel bei der Analyse dann entdeckt, dass die aus rund 15,6% Proteinen besteht. Das ist der höchste Proteingehalt aller Früchte, soweit ich das eben nachgelesen habe. Und außerdem enthält sie mindestens 21 Mineralien, wie eben zum Beispiel Kalzium, Eisen, Magnesium, Kalium und Zink, wo man ganz, also wo man ja schon weiß oder es immer wieder hört, dass das halt sehr vorteilhaft für den Körper ist. Außerdem enthält es sehr hohe an Vitaminen, und zwar zum Beispiel sehr viel Vitamin B, Vitamin B, also B1, B3 und Vitamin C zum Beispiel. Und sie enthält sämtliche essentielle Aminosäuren wie Leucin oder L-Arginin, was jetzt leider zu weit führen würde. Ich kann euch aber da gern, wer das Buch nicht hat, da gern auch die Fotos oder PDFs schicken, wenn das jemand genauer nachlesen will. Was da vielleicht wichtig zu sagen ist, also verglichen mit den Nährstoffen in herkömmlichem Obst bietet die Goji-Beere im Grunde eigentlich überall mehr. Und zwar zum Beispiel, also ich habe jetzt nur ein paar Beispiele rausgenommen. Sie hat zum Beispiel 67 mal mehr Thiamin, das ist das Vitamin B1, als brauner Reis zum Beispiel. Es hat dreimal mehr Vitamin C als Orangen, fünfmal mehr Kalzium als roher Blumenkohl. Es hat zweimal mehr Beta-Carotin als Spinat und eben auch mehr als Karotten. Und genau, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Es hat aber auch einen sehr niedrigen glykämischen Index. Das ist ein Index, der die Auswirkungen von Lebensmitteln auf den Blutzuckerspiegel misst. Und das ist eben auch sehr gut, weil es eben dann auch blutzuckerausgleichend sein kann. Außerdem, was wir halt immer ganz oben anführen, es hat einen der am höchsten bekannten antioxidativen Wirkungen von allen Lebensmitteln sozusagen. Ich glaube, es gibt mittlerweile nur eine bekannte, das ist irgend so ein Pilz, was immer genau wie der heißt, der, glaube ich, da jetzt noch mehr hat, aber sonst ist das halt quasi die Beere mit den höchsten ORAC-Wert, nennt sich das, mit dem wird eben gemessen, wie stark antioxidativ das ist. Und was sind Antioxidantien eigentlich? Das sind Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Enzyme, die uns eben helfen, die Wirkung der freien Radikale zu bekämpfen. Und die freien Radikale sind eben im Grunde schädliche Nebenprodukte der Oxidation, der man eben täglich ausgesetzt ist. Das heißt, wenn man ganz normal lebt und sich ganz normal bewegt, zum Beispiel auch in der Sonne oder so, ist man eben diesen freien Radikalen ausgesetzt. Und die tragen eben dazu bei, dass unsere Zellen geschädigt werden und beschleunigen dann den Alterungsprozess. Die können noch durch Umweltverschmutzung, Stress, Rauchen, Alkohol und so weiter noch verstärkt werden. Das heißt, wenn man jetzt ein sehr gesundes Leben hat, kann man es nicht, also man kann es nicht ganz vermeiden, aber man kann es natürlich reduzieren und kann es ihm dann oder kann halt den Körper unterstützen, indem man halt viele Antioxidantien zu sich nimmt. Genau, die sind eben sehr wichtig für die Gesundheit. Und da ist es aber auch wieder wichtig zu wissen, dass es halt so wie es halt in der Ernährung, wie man es eh kennt, man sollte sich halt mit verschiedenen Nahrungsmitteln unterstützen oder halt ernähren sozusagen, damit man halt eine gute Kombination hat aus verschiedenen Wirkstoffen.
Und Inhaltsstoffen ist es auch bei jetzt, wenn man die Antioxidantien quasi zuführen will, entweder durch Obst und so weiter oder eben zum Beispiel durch Nahrungsergänzungen, dass es halt auch auf die richtige Mischung drauf ankommt, also wie viel ist von was dann quasi enthalten. Und da kommt jetzt Young Living ins Spiel sozusagen, weil ich eben hier euch das Ganze erzähle, weil wir eben bei Young Living diesen Ninja Red Saft haben. Den hat Gary Young entwickelt, eben unser Gründer, der zum 1993 das erste Mal von dieser Ninja-Wolfsbeere erfahren, von einem chinesischen Forscher, und ist dann eben nach China gereist, hat dort selber ganz viel geforscht und ist ihm dann draufgekommen, wie wertvoll eben diese Goji-Beere ist und vor allem die eben aus dieser Region kommt, und hat dann eben diesen Ninja Red Saft entwickelt und hat so unter anderem auch in andere Nahrungsergänzungen als Pulver dazugegeben, wie zum Beispiel Sulfosalm, sage ich euch, wenn ich nachher Zeit habe, noch mehr dazu, oder eben auch in verschiedene Pflegeprodukte. Da wird dann das Kernöl der Ninja Wolfsbeere eingearbeitet. Und der Ninja Red Saft ist eben unser beliebtestes Nahrungsergänzungsmittel von Young Living. Das ist ein Trink aus Wolfsbeerenpüree. Das heißt, es ist nicht nur der Saft der Wolfsbeere, das wird nicht gepresst, sondern es wird eben die getrocknete Wolfsbeere, die einen wesentlich höheren ORAC-Wert noch hat als die frische Wolfsbeere. Das wird püriert, wird als Ganzes mit reingegeben. Zusätzlich sind noch viele weitere rote Beeren drinnen, wie zum Beispiel Heidelbeere, Pflaume, Blaubeeren. Das sind auch Lebensmittel mit sehr hohen ORAC-Werten. Zusätzlich sind noch ätherische Öle drin, die eben dann die Aufnahme noch verstärken, sozusagen im Körper. Zum Beispiel Orange, Zitrone, Yuzu, und die haben halt zusätzliche Wirkungen natürlich, wie wir, also zumindest alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, auch wissen. Und die haben auch zum Beispiel den natürlichen Wirkstoff der D-Limonen drinnen, der auch sehr, sehr gesundheitsförderlich ist. Und genau, und da kommt es eben darauf an, dass eben wirklich diese Mischung an verschiedenen Nährstoffen halt genau richtig ist und deswegen auch die volle Goji-Beere. Ich trinke den jetzt eigentlich mittlerweile das ganze Jahr. Früher habe ich ihn hauptsächlich fürs Immunsystem im Winter getrunken, aber er gibt halt wirklich auch mehr Energie. Das heißt, warum trinke ich denn überhaupt? Durch diese ganzen nachgewiesenen Inhaltsstoffe ist halt sehr vorteilhaft für den ganzen Organismus, fürs Immunsystem, auch für die Leberfunktion zum Beispiel. Er stärkt eben, wie die Martha schon gesagt hat, das Herz-Kreislauf-System. Er liefert mehr Energie, bindet, also das merke ich vor allem. Also ich habe dann wirklich mal aufgehört damit und habe gemerkt einfach, dass mein Energielevel zurückgeht, und habe mich irgendwie noch gewundert, dachte, das ist die Frühjahrsmüdigkeit, und dann bin ich eben draufgekommen, wie ich wieder angefangen habe, dass ich einfach fitter bin. Genau, dann bindet er eben diese freien Radikale, wie wir schon gehört haben, und bei der Goji-Beere halt. Und er balanciert den Blutzucker und kann auch Eisenmangel vorbeugen. Zum Beispiel 60 Milliliter Ninja Red, das ist so die empfohlene Tagesmenge, decken 2 Drittel des Tagesbedarfs an Eisen. Und da haben wir eben ganz gute Erfahrungsberichte aus der Community, die halt mit dem Ninja Red Saft dann, also jetzt nicht vielleicht mit der normalen Menge, sondern dann wirklich vielleicht 2 bis 3 Mal am Tag diese Menge eingenommen haben und da wirklich ihren Eisenmangel ausgleichen konnten. Genau. Ich nehme es halt auch, wenn ich krank bin zum Beispiel, trinke ich auch 2 bis 3 Mal am Tag. Dann unterstützt mich das super, und ich werde viel schneller wieder gesund. Genau, es ist auch super zum Mischen. Also ich trinke es nicht pur, man kann es pur trinken, ich trinke es mit Wasser verdünnt. Mittlerweile mische ich es eben auch mit diesen diversen Pulvern, die Froni gerade erzählt hat, weil ich auch gerade ein bisschen Detox und Entgiftung mache. Und zum Beispiel das Tuba Power habe ich irgendwie früher nie gewusst, wie ich das nehmen soll, weil es mir nicht so geschmeckt hat. Aber im Ninja Red Saft ist es eigentlich super, weil da schmeckt man es sonst nicht so stark. Und das unterstützt mich wirklich super. Also vor allem die Verdauung hat bei mir da total gut angeschlagen drauf. Jetzt nehme ich gerade das ICP, das mische ich mir auch in den Ninja Red rein. Hat zwar die Froni nicht so im Detox-Programm drinnen, aber ja. Genau, dann gibt es auch neben den Flaschen, gibt es natürlich auch noch in den Quetschis, wenn man es mitnehmen will, zum Beispiel in die Arbeit oder so. Und dann gibt es halt viele weitere Produkte. Ich weiß nicht, wie spät das ist. Ich bin ganz schnell, mache ich noch. Ich wollte euch noch zeigen. Und zwar, ich habe die jetzt zwar nicht daheim, aber es gibt eben diese Ninja Nitro. Da habe ich zusätzlich drinnen, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben? Da ist zusätzlich drinnen noch koreanisches Ginseng und Grünteeextrakt zum Beispiel. Das ist halt so die gesunde Alternative zum Kaffee. Also, es ist wirklich so ein Powershot. Den würde ich nicht am Abend einnehmen, sondern wirklich nur am Vormittag.
Dann gibt es noch den Ninja Xing, das ist so die gesunde Alternative zum Energy Drink, wer es halt gern prickelt mag. Da gibt es die getrockneten Wolfsbeeren, also die Dried Wolfsberries quasi, einfach so zum Naschen, was natürlich auch super ist. Es gibt das in Form von Starter-Kit, das erzähle ich nachher kurz noch. Genau, und dann eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Sulbasalm, das ist ein MSM-Produkt, aber gemischt eben mit der Ninja Wolfsbeere, was eben dann zusätzliche Vorteile bringt. Das ist eben sehr, sehr wichtiges Produkt eben für die Sehnen, Gelenke, Haut und Haare. Super unterstützend, aber auch wenn man halt, also alles, was halt irgendwie mit Sehnen und Gelenken zu tun hat, zum Beispiel Sehnenscheidenentzündung oder Arthritis, kann es halt sehr gut unterstützen. Genau. Dann gibt es auch noch eine Creme, eine Augencreme, die Wolfsberry Eye Cream, die ist halt, also das habe ich auch schon super Erfahrungsberichte gehört von einer Freundin, die es jetzt vor kurzem erst gekauft hat, hilft Augenringe zu mindern, Augenschwellungen zu lindern und so weiter. Ja, und dann noch viele mehr Produkte, das kannst du dann eh nachlesen oder uns gern fragen, wo das noch drinnen ist. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch schon über der Zeit und drum hoffe ich, dass es euch irgendwie was gebracht hat, was ich euch erzählt habe. Ich kann nur wirklich wärmstens empfehlen. Ich liebe ihn und ja, freue mich immer, wenn ich mal unterwegs bin und keinen dabei habe, wenn ich wieder zurückkomme und ihn wieder trinken kann. Also ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, macht auch gute Erfahrungen damit. Und somit gebe ich an die Maria weiter. Ja, super. Ich liebe den Ninja-Saft natürlich auch. Täglich ist wirklich so ein Energiepush und für uns Frauen ja super genial. Also die TCM sagt ja auch, diese ganzen roten Beeren, das ist das Nährende, das Gute für unser Blut. Ja, komme jetzt zu einem ganz anderen Thema, auch etwas sehr Nährendes und sehr Wichtiges. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon hast du ein Morgenritual, hast du eine Abendroutine? Da gibt es ja ganz, ganz viele, ja, sogar schon wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie wichtig das ist, dass man wirklich so seine Routinen hat, ja. Und darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil eine Morgenroutine, das umfasst natürlich ganz viel. Wir wissen, es ist mehr als nur seinen Kaffee zu trinken oder seinen Ninja-Stammball. Und also ich hoffe oder ich möchte dich dazu inspirieren, dass du auch du wirklich Routinen findest, morgens und abends wieder deinen Tag beginnen kannst und wieder den Tag wieder beenden kannst. Ja? Ob das jetzt Bewegung ist, Meditation, das Schreiben, ein Dankbarkeitsritual, was auch immer dazugehört. Google ist voll von Ideen, wenn du welche suchst. Aber es gibt natürlich auch ätherische Öle-Rituale, die wir super gut nutzen können, um in den Tag zu starten und auch den Tag quasi wieder zu beenden. Und dazu habe ich dir heute einiges mitgebracht. Ich möchte starten mit meinem absoluten Lieblingsritual, nämlich das ist das Great Day Protocol von Gary Young natürlich entwickelt, wo er vier Ölmischungen einsetzt, um wirklich in den Tag zu starten, die uns wirklich empowern, wenn man das als Modewort nehmen möchte, und uns wirklich hilft, ein positives Mindset zu kultivieren, Zuversicht zu haben, an seinen Zielen zu arbeiten. Und das stelle ich dir jetzt kurz vor. Das sind vier Ölmischungen, die du nach der Reihe einfach anwendest. Und den Start macht die Mischung Valor, wo du dir einen Tropfen aufs linke Handgelenk gibst, dann die Handgelenke verschließt, aneinander gibst und wirklich so in dich gehst, auch spürst, wie sich der Körper balanciert, kalibriert für den Tag, und am Ende dann noch eine intensive Handinhalation. Valor ist ja so diese Power-Mischung, sage ich immer, auch so Wonder Woman-Mischung, die wir am besten immer als erstes verwenden in allen Öle-Protokollen, wo es drinnen ist. Valor hat einerseits diese körperliche Wirkung, dass es uns wirklich ausbalanciert, wird auch als Chiropraktiker aus der Flasche bezeichnet. Also es ist ein absolut geniales Wirbelsäulenöl auch, aber es ist auch dieses Öl für Mut, Stärke, Zuversicht und hilft uns so einfach genial in den Tag zu starten. Dann kommt die Mischung Harmony. Genau. Die Harmonie sozusagen. Davon gibst du einen Tropfen über deinen Nabel.
Also da im Solarplexusbereich, wenn dir die Chakrenarbeit etwas sagt. Und auch nachher wirklich wieder tief einatmen. Also immer wirklich auch diese Aromatherapie zu nutzen, über den Geruchssinn die Wirkstoffe der Öle auch in unser Gehirn zu bringen. Harmonie ist so, sage ich mal, wenn du nur eine einzige emotionale Ölmischung verwenden möchtest, dann nimm Harmonie. Harmonie ist ein Kaleidoskop von Pflanzenwirkstoffen. Das sind, ich glaube, es sind über 20 verschiedene Einzelöle drinnen. Und Harmonie ist so die Ölmischung, um unsere gesamten Chakren in Balance zu bringen. Also vom Scheitel, vom Kronenchakra bis zum Wurzelchakra. Und extrem ausgleichend, extrem harmonisierend und bringt uns natürlich in einen wahnsinnig guten State für unseren Tag. Dann kommt die Mischung Joy, die Freude. Von der Mischung Joy gibst du dir einen Tropfen auf die Herzregion, auf das Herzchakra. Joy. Also es öffnet uns für die Freude, für die Liebe im Leben, die Liebe zu anderen, die Liebe aber auch zu uns selbst und einfach diese Freude an jedem Tag zu genießen. Und das ist auch etwas Gutes, was wir einfach am Morgen immer brauchen können, wirklich dankbar zu sein, dass wir wieder in einen neuen Tag starten dürfen. Und die vierte Mischung ist White Angelica. White Angelica, nimmst du dir einen Tropfen, gibst es in deine Handflächen, reibst es und dann streifst du dir das vom Scheitel über den Kopf, den Nacken, den Schulterbereich, über die Arme, so über deinen Körper. White Angelica ist das energetische Schutzschild auch, ja. Also es schützt uns einerseits vor vielen negativen Energien und Eindrücken, die wir natürlich im Laufe des Tages in unser Energiefeld bringen. Und es stärkt uns natürlich auch. Es stärkt unsere Aura, unser Energiefeld, auch wieder hinsichtlich Zuversicht, Positivität. Und es ist eine wunderbare Ölmischung. Manche sagen, es ist wie so ein bisschen in Watte gepackt zu sein. Ich sehe es eher so als wirklich so als positive, ja, als positive Bubble um uns herum. Und genau, das ist das Great Day Protocol für wirklich den Happy Day sozusagen. Valor, Harmony, Joy, White Angelica. Jetzt als Alternative bei Harmony, das findest du auch online öfters, kannst du auch Highest Potential nehmen. Ja? Auch über den Bauchnabel geben, Solarplexus und Highest Potential, Nomen est Omen. Das ist wirklich, um dein höchstes Potenzial zu finden, zu entfalten und zu leben, Tag für Tag. Ganz wichtig bei diesen emotionalen Mindset-Protokollen ist wirklich, dass du, wenn du die Öle aufträgst, wirklich bei der Sache bist. Dass du jetzt nicht mit den Gedanken im Gedankenkarussell irgendwo bist, das Monkey Mind irgendwo unterwegs und das irgendwie nur so nebenher machst, sondern nimm dir bewusst ein paar Minuten Zeit, das ganz gezielt zu machen. Ja? Also mit dem Öl gemeinsam. Valor, also diese Balance, diese Stärkung, diese Ausrichtung, Harmonie, dass sie unsere Chakren harmonisiert. Joy, wirklich diese Herzöffnung, diese Freude empfinden und dann White Angelica, diesen Schutz, dieses wunderbare energetische Feld aufbauen. Ja. Das ist ganz wichtig bei allen emotionalen Ölmischungen, bei allen Ölen eigentlich, die du verwendest, wirklich hier diese Intention zu haben, diese Absicht auch dabei zu haben bei der Anwendung. Und dann natürlich die Konsistenz. Jetzt als einen Tag zu machen und dann denken, okay, das funktioniert für die nächsten 3 Wochen. Nein, also die Öle sind da, um angewendet zu werden. Also versuch auch dieses, zum Beispiel das Great Day Protokoll, wirklich einmal einige Wochen zu machen, 30 Tage zu machen. Als Challenge. Es dauert nur 2 Minuten, ja. Du kannst dir auch einen Roll-on machen, wo du alle 4 Mischungen hineingibst, wenn du viel unterwegs bist und auch das Untertagsverwenden auf deine Pulspunkte geben, auf die Unterarme, hinter die Ohren. Schau, wie es dir geht, wenn du das wirklich 30 Tage lang anwendest. Das ist mein absolutes Lieblingsprotokoll. Schau ich kurz auf die Uhr. Ich habe noch mitgebracht, einfach als Inspiration, einige weitere Morgen- und Abendöle-Rituale, vielleicht auch für diejenigen, die schon viele Öle verwenden, auch das Great Day Protokoll schon gut kennen, ein paar Inspirationen. Am Morgen könnte es zum Beispiel sein, wenn du sagst, du willst dein Immunsystem stärken.
Tiefs, ja, natürlich, mit Tiefsbrot das ganze Protokoll zu machen, ist wunderbar. Aber du könntest zum Beispiel mit Einzelölen arbeiten. In den Diffuser Teebaum- und Eukalyptusöl. Dann mischst du dir je einen Tropfen Rosmarinöl und Thymian und gibst das dir auf die Fußsohlen. Und entweder du trinkst dann wirklich noch entspannt eine Tasse Ingwertee mit frischem Ingwer. Oder du kannst dir natürlich das Ingwer-Plus-Öl einen Tropfen in eine Teekanne geben mit deinem Lieblingskräuter oder Früchtetee. Ja? Das wäre so ein Immunstärke-Protokoll. Dann am Morgen ist oft wichtig, bevor wir arbeiten, Fokus und Konzentration. In den Diffuser einige Tropfen Rosmarin und Zitrone. Dann nimm einen Tropfen Pfefferminzöl und mach eine Handinhalation. Und dann kannst du nehmen einen Tropfen Lavendel und Basilikum und machst dir eine sanfte Kopfmassage über die Schläfen und in den Nacken. Das ist für Fokus und Konzentration ein ganz schönes kleines Ritual. Energie und Fokus, wir haben es jetzt auch in unserer Detox-Gruppe. Diffundiere Energy, die Mischung, die für Energie sorgt. Dann kannst du einen Tropfen Pfefferminz und einen Tropfen Weihrauch geben und es auf die Schläfen auftragen. Und wenn du die Mischung hast, direkt danach einen Tropfen Brain Power und inhalieren. Brain Power kannst du dir auch wirklich durch den Tag nehmen, wenn du einen ganz intensiven Tag hast, voller Termine, volle Konzentration, viel zu tun ist, immer wieder einfach eine kleine Inhalation aus der Brain Power Flasche nehmen. Das wären noch so ein paar Anregungen für den Morgen und auch für untertags. Und zum Abschluss, die Zeit ist quasi um. Abendrituale. Hast du eine schöne Abendroutine? Such dir eine. Dankbarkeit, Lesen, mindestens 30 Minuten vorm Schlafen gehen, das Handy beiseite legen oder ein warmes Bad nehmen. Ja? Du könntest zum Beispiel schlafunterstützendes Protokoll machen, indem du ein Bad nimmst mit Stress Away, Lavendel. Stress Away haben wir heute schon gehört von der Martha. Dann könntest du Peace and Calming, einen Tropfen auf deine Fußsohlen geben oder auch auf dein Kopfkissen. Und vielleicht auch am Abend, ich mache das sehr gerne, wieder mit Valor. Valor, einen Tropfen Valor nehmen und Handinhalation und nochmal wirklich den Tag Revue passieren lassen, was ist Gutes passiert und dich sozusagen ausrichten auf einen erholsamen Schlaf. Antistress, so ein Riesenthema. Wir haben es halt eh schon oft gehört. Also Stress Away in den Diffuser. Dann auch hier wieder ein Tropfen Lavendel, ein Tropfen Weihrauch und dir die Schläfen massieren. Und dann könntest du einen Tropfen Ylang Ylang, das haben wir heute auch schon gehört, sehr gut zum Schlafen und zum Balancieren, und Bergamotte auf dein Herzchakra geben. Das ist also das dritte. Und das allerletzte Day-Closing-Ritual, was ich mitgebracht habe, das wäre Lavendelöl, ganz klassisch, auf die Handgelenke geben. Ein Tropfen Sandelholz und Bergamotte auf die Fußsohlen, in den Nacken verreiben und in den Diffuser probier mal die römische Kamille. Auch extrem beruhigend und entspannend. Gerne teile ich die Protokolle. Schreib mir einfach, wenn du jetzt nicht mitgeschrieben hast oder sonst einfach im Replay noch mehr anschauen. Das wäre so meine Mindset und meine Ritualvorschläge für dich für deine nächsten Tage. Und ja, wir haben die vier Themen durch. Ich gebe nochmal an die Lucia für unser Speed Oiling Closing heute. Dankeschön. Danke, Maria. Ich glaube, das Great Day Protokoll muss ich auch wieder mal machen. Das hat mich jetzt gerade wieder erinnert, dass es wieder mal an der Zeit wäre, glaube ich. Genau. Wenn immer so viel zu tun ist, dann braucht man immer ein bisschen Ruhe und die 2 Minuten, vielleicht schaffe ich doch mal zwischendurch oder in der Früh. Na gut, also für alle, die jetzt vielleicht Young Living noch nicht so gut kennen, für die habe ich jetzt noch quasi ein bisschen Info, wie das eigentlich funktioniert mit der Bestellung, warum wir da davon erzählen. Es ist so, dass
Wenn ihr eben was bestellen wollt, dann wendet ihr euch am besten an denjenigen, der euch da jetzt zu diesem Abend eingeladen hat, zu dieser Stunde. Ihr kriegt dann eine Empfehlungsnummer von ihm und mit dem könnt ihr euch dann bei Young Living anmelden. Warum meldet man sich überhaupt an? Es ist im Grunde eigentlich nur eine Registrierung, damit man einkaufen kann, so wie man das halt auch bei jedem anderen Einkaufskonto macht im Grunde. Aber zusätzlich hat man bei Young Living den Vorteil, sobald man angemeldet ist mit einem Vorteilskonto oder es das heißt dann auch Brandpartner, hat man halt gleich 24% günstigere Einkaufspreise. Das gilt für jeden, also wir alle kaufen um die minus 24% ein. Das heißt, es ist ein Riesenvorteil. Und zusätzlich ist es eben so, dass Young Living ja ein Network-Marketing-Unternehmen ist. Das heißt, Young Living nützt eben also verkauft nicht über den normalen Handel, sondern eben nur online und nützt eben uns, also alle Brandpartner, so wie uns, die eben das weitererzählen wollen, quasi als, ja, als Marketing oder statt dem Marketing. Das heißt, sie investieren dann nicht in Geschäfte und in große Werbekampagnen, sondern wir, die das weitererzählen, kriegen da eben eine kleine Provision. Und gleichzeitig könnt ihr jetzt natürlich ihr, wenn ihr es weitererzählt, dann auch eine Provision bekommen, könnt sich einfach die Produkte zurückverdienen oder ein Nebeneinkommen oder eben auch ein Haupteinkommen aufbauen, je nachdem, wie viel ihr da reinstecken wollt. Genau, die meisten Leute beginnen eben mit dem Starter-Set. Und zwar ist das ein Set aus 12 oder 11 verschiedenen Ölen. Das sind eben die 10 wichtigsten Öle, die wir so als die gesunde Hausapotheke eigentlich auch bezeichnen. Da sind einige Öle drin, über die wir heute eh schon gehört haben, wie zum Beispiel Zitrone, Pfefferminz, Lavendel, Thieves hat die Maria auch erwähnt. Es gibt aber auch dann eins für die Lunge, also für die Atemwege, RC heißt das, oder eins für die Verdauung, das heißt D-Chais oder D-Chais eigentlich. Es gibt Weihrauch, ist auch drinnen, Copaiba, also wirklich eine breite Mischung. Es ist auch ein Stress Away dann noch dabei als zusätzliches Geschenk. Es ist eine Packung vom Ninja Red drinnen, einfach mal zum Ausprobieren. Und zusätzlich, jetzt habe ich den nicht dabei, gibt es einen, also gratis dazu ist eigentlich dann ein Diffuser dabei. Das heißt, es ist wirklich so der Start in die Ölewelt, wenn man das noch nicht kennt. Man kann es natürlich auch jederzeit so kaufen, wenn man wieder mal einen Vorrat braucht, weil die Öle in dem Fall halt wirklich günstig sind. Das ist wirklich eine super günstige Variante, vor allem wenn man einen zweiten Diffuser zum Beispiel will oder den mal herschenken will, ist das eine super Variante, das auch zwischendurch zu kaufen. Es gibt aber auch vom Ninja Red ein Starterpaket, mit dem man starten kann oder zwischendurch kaufen kann, weil es auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Da sind drinnen 2 Flaschen Ninja Red, 30 von diesen kleinen Sackerln da. Es ist drinnen das Stress Away und Orangenöl. Es ist drinnen eine ganze Packung Ninja Nitro. Das heißt, wenn man den mal ausprobieren will, weil das ist im Grunde gratis dabei, die sind jetzt nicht, ist jetzt nicht das günstigste Produkt, aber eben sehr kraftvoll und da kann man das vielleicht mal ausprobieren. Genau, es gibt zusätzlich dann also wenn man jetzt dann weiter bestellen will, gibt es die Möglichkeit, monatlich zu bestellen. Das heißt, es ist das Treueprogramm, da kriegt ihr dann noch Bonuspunkte, die ihr sammeln könnt, mit denen ihr dann wieder günstiger einkaufen könnt später, beziehungsweise gratis Produkte beziehen könnt. Alle, die wir da jetzt erzählen, sind schon seit Monaten, seit Jahren eigentlich im Treueprogramm, weil man eben sehr viele Vorteile hat. Da kriegt man dann bis zu 25% zusätzlich die Bonuspunkte und hat natürlich dann, also am Anfang habe ich meinen Ninja immer über die Bonuspunkte gekauft zum Beispiel. Das heißt, es zahlt sich dann auch wirklich aus. Genau, und die Idee hinter dieser monatlichen Bestellung ist auch wirklich, das Einkaufsverhalten zu verändern und langsam eben auf diesen gesunden, natürlichen Lifestyle umzusteigen. Weil es gibt ja dann auch Reinigungsprodukte, eben die Nahrungsergänzungen, es gibt Körperprodukte, alles Mögliche gibt es bei Young Living. Also ich glaube insgesamt 600 verschiedene Produkte. Das heißt, man kann sich da austoben und kann eben dann wirklich auf einen natürlichen Lifestyle umstellen. Und was mir halt auch ganz wichtig ist, weil Young Living halt sehr stark auf die Umwelt schaut, das heißt wirklich lauter nachhaltige Produkte oder zumindest halt der ganze Produktionsprozess, auch die fairen Gehälter und so weiter an die Mitarbeiter, an den Farmen. Es gibt eben nur diese eigenen Farmen oder die Partnerfarmen, die wirklich streng kontrolliert werden. Ich habe mir selber in Ecuador schon eine angeschaut und habe das eben selber miterlebt. Also ja, genau, das ist noch zusätzlich. Young Living unterstützt auch Hilfsprojekte und so weiter. Also ich finde die Firma und die Vision vom Gründer halt wirklich ganz toll. Und wenn ihr eben noch nicht so viel wisst davon und da mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach, sagt Bescheid. Wir können euch da einfach alles Mögliche noch dazu erzählen.
Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer was ergänzen möchte. Ansonsten, glaube ich, können wir da abschließen. Maria, magst du noch was sagen? Oder Roni? Einen Termin, wenn wir einen haben. Haben wir einen Termin? Ja, Wir den haben einen nächsten. Live-Termin. Ja, genau. Für alle, die in Wien sind, gibt es das März-Speedoiling Live am 20. glaube ich, ist es. Okay. Oder? Ja, 20. ist es, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, aber wir schicken das natürlich Ja. alles jetzt demnächst auch aus. Ich sage es noch einmal, danke an alle, die live dabei waren und die, die jetzt im Replay zugeschaut haben, noch zuschauen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder informieren dürfen, Erfahrungsberichte teilen und saisonale Themen mit euch besprechen können. Es macht irrsinnig viel Spaß, diese Produkte und vor allem die Wirkungen und Anwendungen zu teilen. Und daher sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Speed Oiling wieder. Ciao!